Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Was gibt's in Sachen Liebe für dich Neues? Was sollst du wissen? Was darfst du wissen? Das schaue ich mir jetzt an. Mit diesem Tarot-Deck arbeite ich. Sprich, aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, sei so lieb und trau das entsprechend um. Danke recht herzlich. Ich schaue mir mal die aktuelle Situation an. Okay. Und dann siehst du, ob du mit dabei bist. Kollektive Legungen ersetzen, in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Das weißt du. Aber vielleicht findest du dich ja wieder. Aus der Situation heraus ergibt sich dann, was ich nachschaue. Für die Tendenz oder für die Vertiefung. Schauen wir mal, gell? Deine aktuelle Situation. Kannst du ein bisschen mitschauen? Ui, ui. In Sachen Liebe ist es so, dass starke Verletzungen stattgefunden haben. Lüge, Betrug. Vielleicht hat sich sogar eine dritte Person eingemischt. Die fünfte Schwerter. Du fühlst dich hintergangen. Die Karten sagen, dass es dich betrifft, wenn du dich in einer Partnerschaft befindest oder Verbindung, die schon länger dauert. Ja? Es kann eine Verbindung betreffen, jemand, den du kennengelernt hast oder den du länger kennst. Ja? Die Kamera ein bisschen runter. Ja, so geht es besser. Gell? Der Hierophant liegt für Seelenverbindungen unter anderem und auch, weißt du, für sehr tiefe Verbindungen. Du spürst zwischen euch eine ganz besondere Verbundenheit. Die ganze Situation überfordert dich komplett. Ja. Überlastet dich. Dein Gegenüber. Ihm ist der Kontakt mit dir sehr wichtig. Ihm ist auch bewusst, dass da Verletzungen stattgefunden haben.
Und er mag sich da entschuldigen. Tut ihm auch leid. Tollpatschig ist er komplett. Er möchte gern eine Verbindung mit dir aufbauen. Ja, aber er ist da wie ein, wie sagt man da, wie so ein Anfänger, unter Anführungszeichen. Ja. Kennt er sich nicht aus, wie er das macht. Ah. Ei, du liegst als Herrscherin, also du bist ihm vom Bewusstsein her weit überlegen. Muss man so sagen. Ihm tut es auch leid. Er ist da zu schnell nach vorne geprescht. Zu schnell Dinge gesagt, die ihm dann leid taten. Tut ihm leid. Und ihm ist klar, dass es dir aufgrund seines unreifen Verhaltens zu viel ist. Und dass auch, ja, dass er dir verletzt hat. Und du dich aus diesem Grund auch, also eine Grenze gezogen hast. Ja? Wenn du die da wieder findest, dann bleib sehr, sehr gern dran. Dann schaue ich jetzt mal als allererstes, was hat er gesehen? Ihm tut es leid. Ihm ist der Kontakt wichtig. Er möchte sich gerne entschuldigen. Oder entschuldigt sich auch. Er geht ein wenig tollpatschig vor. Wie steht er denn zu dir? Dem ist der Schuss sehr ernst. Dem ist es sehr ernst mit dir. Also auch wenn er sie noch, auch wenn er sie nach außen hin ja so tollpatschig verhält, ja. Im Herzen. Denkt er wirklich an dich, das an Gefühle? Er fühlt diese Vertrautheit, diese einzigartige. Ich fange mit der Gefühlsebene an, ja, weil es wirklich so. Sehr intensiv ist. Und die 10 der Münzen. Für ihn ist es im Herzen, unabhängig davon, was war,
Eine Partnerschaft. Eine offizielle Beziehung. Zehn der Münzen und sechs der Kelche. Er denkt an dich sehr friedvoll, sehr wohlwollend. Herzlich, die Mäßigkeit, wie er sich noch auf, also verhält, was du mit welchen Taten du rechnen kannst, liegt da der Aufbau eurer Verbindung. Der Aufbau eurer Verbindung. Entschlossenheit seinerseits. Wie sollst du mit seiner, oder andersrum, er ist ja gegen so tollpatschig, ja, so unreifes Verhalten, ja. Warum ist es so? Diese innere Haltung, die ist ja sehr erwachsen, sehr reif. Warum diese unreife Haltung? Das ist ein bisschen Korfü. Der ist nicht unreif. Er scheint als König. König der Stäbe. Der Grund, warum er sich so unreif verhält bzw. verhalten hat, das war ja die Gegenwart und die Auswirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart. Ist, dass sie was einpendelt bei ihm, das am Abwägen ist. Es ist stell dir vor, du hast eine Kutsche mit zwei Rössern, mit zwei Pferden vor den Wagen gespannt. Und du hast diese Balance noch nicht. Das eine Pferd rennt schneller, läuft schneller, das andere langsamer und es liegt da, er ist am Austarieren. Schauen wir mit den Rössern da. Und er kriegt es mit, ja. Also er denkt sich, boah, was
merkst, wie ich mich da verhalte, ihr gegenüber wie so ein kleiner, ja, eigentlich wie ein Kind. Also er registriert das. Was macht es mit ihm? Ja, das bringt ihm nochmal durcheinander. Bringt ihm nochmal durcheinander. Die Kritik von dir. Die macht ihm fertig. Die 9 der Schwerter. Kriegt er nur Schuldgefühle. Also egal ist ihm das nicht. Er hat einen blinden Fleck, er sieht nicht, dass er die Reife, die Weisheit und die Zentrierung, dieses Außenbringen in sich trägt. Sieht er nicht. Was ist denn der Rat an dich in dieser Situation? Ein spiritueller Impuls für dich. Oh. Da herrscht schon der Magier. Er möchte eine Partnerschaft mit dir. Eine Liebesbeziehung. Aber dieses Erschaffen, dieses Kreieren, ja, der Magier, das überfordert ihn komplett. Das ist jetzt so, wie er mich überfordert. Ein Rat an dich. Ich meine, das ist jetzt eine Info zu ihm kommen. Gell? Ein Impuls ist, brich den Kontakt nicht ab, also bleib in Kontakt und schau, was er dir reicht. Vor allem an Gefühlen. Geh spielerisch damit um, sagen die Karten. Mit Leichtigkeit, weißt du? Du bist zuerst als Königin der Schwerter gelegen. Die Karten geben dir den Impuls, dass du dieses, du hast ja den Verstand eingeschaltet und so, und das mag sicher auch seine Berechtigung haben, aber die Karten geben dir den Impuls, dass du ein Stück weit diese Coolness diese Reserviertheit, diese Distanziertheit ihm gegenüber sein lassen sollst oder kannst, sollen du es gar nichts, aber sie geben dir den Impuls, dass du das mal ein Stück weit sein lässt, ja.
Also die Botschaft kam ja an, es ist in den Karten gelegen, dass die das Auftreten von ihm, dass er das nicht gefallen hat. Was sollst du oder was empfehlen die Karten, dass du stärkst, dass du mehr lebst, was du bei euch? Ja, da sind Wunden entstanden. Die dürfen auch heilen. Lass den Faktor Zeit sprechen. Ja, gib euch Zeit. Auch dir. Aber schau da mal an, diese Begegnung, diese Verbindung. Ja, die zwei der Kelche. Das heißt, es ist eine Verbindung oder eine Kommunikation von Herz zu Herz über Gefühle. Also nicht Fakten, sondern schau mal, wie eure Herzen miteinander kommunizieren. Und gib euch Zeit. Das an. Entweder bei dir oder beidseitig Wunden. Der Faktor Zeit. Geh nicht zu hart ins Gericht, weder mit dir selbst noch mit dem Gegenüber. So ein Impuls ist da. Es sind da wirklich Gefühle und irgendwie beides hat es überfordert. Okay. Was ist denn das Potenzial dieser Verbindung? Es hat sich eh schon ein bisschen Zeit, aber was ist das Potenzial? Da ist wieder diese harten Worte. Das möchte er wieder gut machen. Das Potenzial. Es ist eine Verbindung, die die Zukunft, also die in der Zukunft Entfaltungsmöglichkeiten hat. Eine Verbindung, die von Gefühl und Liebe getragen ist oder getragen werden sollte, ja. Und es beide lebt. Eine Verbindung, die es ermöglicht, dass ihr beide eure Vergangenheit hinter euch lässt. Drei der Stäbe. Eine Verbindung, die viele Wünsche in Erfüllung darin. Viele Wünsche realisieren kann, wenn eure beider Wahl und Klarheit da ist. Ich danke dir fürs Mitdabeisein. Danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal als Zeichen deiner Wertschätzung. Gut. Pass bitte gut auf dich auf. Viel Segen für dich und bis bald, Stella.